Berlin. Tag und Nacht, Paula. So sah sie vor ihrer Beauty-OP aus. Etwas über 3 Jahre ist es nun her, seit Laura Marx sich unter das Messer gelegt hat. Wie sah der BTN-Star damals aus? Derzeit macht Paula bei Berlin Tag und Nacht die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens durch. Sie steht mit einem Bein im Knast, weil ihr Bruder ihr vorwirft, sie ermordet haben zu wollen. Und das, obwohl sie unschuldig ist und er selbst immer wieder an seinen Aussagen zweifelt. BTN Paula, so sah Laura Marx vor ihrer OP aus. Während der 10 Stunden im Gerichtssaal, in denen Paula immer wieder zwischen Bangen und Hoffen schwankt, braucht die Friseuse stark Nerven. Auch privat brauchte die Darstellerin diese schon mehrmals. So beispielsweise bei ihrer Nasen-OP vor etwas über 3 Jahren. 2018 meldete sich Laura Marx mit allerhand Schnappschüssen bei ihren Fans, ließ sie mit Vorher-Nachher-Bildern auf Instagram an ihrer Reise teilhaben. Seit dem Eingriff ist die Nase der Darstellerin etwas kleiner und stupseiger, wie die Bilder zeigen. Ich bin jetzt schon total glücklich, erklärte Laura Marx damals im Anschluss an ihre Beauty-OP. Ein mutiger Schritt für die Mimin, aber einer, der sich für sie offenbar gelohnt hat.